Willkommen zum heutigen Video. Wir möchten uns heute die Frage stellen, hatte der Prophet Mohammed Epilepsie? Ausgangspunkt war folgende Behauptung einer österreichischen Politikerin. Schauen wir uns doch nur den Propheten Mohammed an. Den Koran hat er im Rahmen von epileptischen Anfällen geschrieben. In diesem Video soll es nun nicht um diese Politikerin gehen, sondern wir wollen uns nur die Frage stellen, ob diese Aussage, dass er eben Epilepsie hatte, stimmt oder nicht. Dabei gehen wir so vor, wir schauen uns einfach mal an, welche Symptome hatte denn Mohammed nach den Überlieferungen in der Sunna und welche Symptome gibt es eben, wenn jemand Temporallappenepilepsie hat. Dann vergleichen wir die beiden und wir kommen eben zu zwei möglichen Ergebnissen. Entweder wir sagen, ja, diese Symptome stimmen überein, das heißt, es wäre naheliegend zu sagen, er hatte Epilepsie, oder die Symptome stimmen nicht überein, dann wäre es natürlich nicht naheliegend zu sagen, dass er eben Epilepsie hatte. Zunächst wollen wir uns also ansehen, welche Symptome denn bei Temporallappenepilepsie auftreten. Das bedeutet natürlich nicht, dass immer alle Symptome auftreten müssen, aber all diese Dinge können eben geschehen, wenn jemand diese Form der Epilepsie hat. Das wären dann zum Beispiel ungewöhnliche Empfindungen, dass man eben Halluzinationen hat, dass man dabei intensive Gefühle hat, dass man Muskelzittern hat, Muskelan- und Abspannung, dass man sich irgendwie unwohl fühlt, dass man schwitzt, obwohl es ja gar nicht heiß ist. Und dass man eben eine seltsame Wahrnehmung hat oder dass man Gedächtnisverluste hat oder eben auf der anderen Seite sich Dinge einbildet, die gar nicht geschehen sind. Und jetzt schauen wir mal, ob wir in den Hadithen irgendwelche Informationen zu derartigen Symptomen finden. Da gibt es zum Beispiel diese Hadith in Sahih Bukhari von der Offenbarung eben, wo eben beschrieben wird, dass Mohammed also einen Engel gesehen und gehört hat und er hat ihn eben festgehalten und ihn gedrückt, dass er sich eben unwohl gefühlt hat. Und dann, nachdem praktisch er also eine Offenbarung empfangen hat, dann hat also seine Muskeln haben gezittert in seinem Nacken und er hatte Angst. Ähnlich werden die Offenbarungen auch in dieser Hadith beschrieben. Da heißt es eben, dass es manchmal wie das Läuten einer Glocke ist und das ist eben besonders schwer für ihn. Und manchmal sieht er eben einen Engel in Form eines Mannes, der mit ihm spricht und er schwitzt dann dabei auch, wobei der Schweiß von seiner Stirn tropft. An anderer Stelle wird berichtet, dass also der Prophet Mohammed das Gefühl hatte, dass er also mit Frauen Sex gehabt hätte, obwohl das gar nicht gestimmt hat. Und das wird jetzt hier als Magie beschrieben, dass er sich eben das eingebildet hat. In dieser Hadith wird schließlich beschrieben, dass Mohammed eben erzählt hat, dass er während des Betens Satan gesehen hat, der ihn beim Beten stören wollte, und Mohammed hat Satan also dann bezwungen. Wenn man das jetzt mal alles vergleicht, dann findet man natürlich eine ganze Reihe von Symptomen von eben Temporallappenepilepsie. Denn er hat auf jeden Fall sich Dinge eingebildet, er hatte Halluzinationen, zum Beispiel, dass er sich eben eingebildet hat, dass er mit seinen Frauen Sex hatte, aber eben auch, dass er eben Engel gesehen hat, er hat andere Empfindungen gehabt, Geräusche hat er gehört, wie das Läuten einer Glocke, wie Stimmen, er hatte dabei intensive Gefühle, er hatte Angstzustände teilweise, er hatte unangenehme Gefühle, er hat sich gequält gefühlt, wie er also das Gefühl hatte, dass ihn dieser Engel gedrückt hat, seine Muskeln haben gezittert, er hat Schmerzen dabei gehabt, dann er hat geschwitzt, also ihm ist der Schweiß heruntergetropft und er hat also Dinge in seiner Wahrnehmung gesehen, die sonst eben niemand wahrgenommen hat. In der Konsequenz bedeutet das, dass die Vermutung, dass Mohammed Epilepsie hatte, absolut begründet ist. Er hatte zahlreiche Symptome von Epilepsie und wenn wir jetzt heute jemand anderen sehen würden, der diese Symptome hat, dann würden wir auch sagen, der ist epilepsiekrank und wir würden nicht als erstes denken, dass er zum Beispiel ein Prophet wäre. Wir können uns auch noch andere Meinungen zu dem Thema anschauen. So ist zum Beispiel hier in der Ärztewoche ein Artikel, der eben auch vermutet, dass diverse Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Mohammed, epileptische Anfälle hatten. Oder dieser Artikel, bei dem es zwar nicht um Mohammed geht, sondern um den Propheten Hesekiel, aber was eben hier auch deutlich wird, ist, dass diese Epilepsie bei ihm zu einer übermäßigen Schreibwut geführt hat und zu einer übersteigerten Religiosität. Das bedeutet, die Epilepsie hat dazu geführt, dass er quasi sehr viele Texte verfasst hat, dass er besonders religiös wurde und das sind natürlich Dinge, die auch wunderbar auf Mohammed zutreffen. Im Weiteren wird da auch erwähnt, dass genau solche Dinge, also übersteigerte Religiosität und Wahnvorstellungen und eine gewisse Sprachgewandtheit, gerade Symptome von dieser Epilepsieform sind.
Sehr interessant ist auch noch dieser Artikel, bei dem eben untersucht wird, dass man eben religiöse Erfahrungen gezielt im Labor erzeugen kann und dass eben religiöse Gefühle, also sehr starke religiöse Gefühle, sich häufig auf epileptische Anfälle zurückführen lassen. In der Summe bedeutet das, dass es einfach sehr wahrscheinlich ist, dass Mohammed Epilepsie hatte, weil er einfach zahlreiche Symptome hatte. Und dann ist es natürlich klar, also wenn Mohammed schon Epilepsie hatte, dann kann man davon ausgehen, dass also diese ganzen Vorstellungen, dass er eben Engel gesehen hat, dass er eben eine Glocke gehört hat und all diese Dinge, dass es einfach nur Symptome von seiner Krankheit waren und dass diese Möglichkeit wunderbar auch erklärt, wie er einfach diese übersteigerte Religiosität empfunden hat und diese Vorstellung, ein Prophet zu sein und eben all diese Dinge. Jetzt kann man natürlich, auch wenn Mohammed Symptome von Epilepsie hatte, trotzdem auf dem Standpunkt beharren, dass man sagt, okay, es sah vielleicht so aus, als hätte Epilepsie, aber es war natürlich keine Epilepsie, denn Mohammed war ja in Wirklichkeit ein echter Prophet. Aber wenn man das denkt, dann muss man sich zumindest eine Frage mal stellen, und diese Frage ist einfach, warum würde also so ein Gott, der ja eigentlich möchte, dass die Menschen an ihn glauben, ausgerechnet einen Propheten schicken, den man überhaupt nicht von einem Kranken unterscheiden kann, weil er einfach all diese Symptome hat von jemandem, der krank ist, Halluzinationen hat und wirres Zeug erzählt. Das heißt, dass die naheliegende Schlussfolgerung im Grunde ist, dass Mohammed krank war, er hat sich viele Dinge eingebildet, er hat sich eingebildet, dass Engel mit ihm sprechen, und er hat sich eingebildet, dass er ein Prophet sei. Und heute, fast 1500 Jahre später, glauben viele Leute, dass Mohammeds Halluzinationen real sind und wirklich irgendwo existieren. Naja, ihr könnt glauben, was ihr